Du hast ja eine Bewegtbildagentur gestartet, du bist nach wie vor auch Klapp-Herausgeber, du machst in Magazinen. Was ist eigentlich da jetzt der Kern des Ganzen? Ja, hab reich geerbt, muss nicht arbeiten. Nein, also was ich tatsächlich zurzeit mache, ist mit dem Menschen, der hier im Dunkeln sitzt, Markus von Luttitz, zusammen eine Bewegtbildmöglichmacherei. Wir haben das ja bewusst nicht Filmproduktion genannt, weil wir einfach bewegte Bilder möglich machen wollen, die nicht unbedingt immer nur Film sein müssen. Da gibt es sehr viele verschiedene Spielarten wie Bilder, die zuerst still sind, stumm sind, bewegt werden können, auch in einer Interaktivität, die sehr einfach ist, also nicht den Zuschauer oder User beansprucht. Das sind Filme, das können Werbefilme sein, das können Musikvideos sein, das sind aber auch Webserien für Unternehmen, Stiftungen, aber auch größere Anbieter aus dem TV- und Produktionsbereich. Ne? Wo es im Großen und Ganzen einfach darum geht, dass wir Geschichten animiert oder auch mit realen Menschen erzählen, entwickeln, von uns aus anbieten und verkaufen, Auftragsproduktionen aber auch machen. Und wenn wir Lust haben, mal einen Dokumentarfilm zu produzieren, wie das jetzt gerade aktuell der Fall ist, mit jemand, der sagt, ich möchte gerne was drehen über einen speziellen Handwerker in München, dann machen wir das unkompliziert ohne Filmförderung möglich. Genau. Ist diese Idee daraus entstanden, dass du gesagt hast, da gibt es ein Defizit, wie wir hier mit Bewegtbild umgehen? Also hast du gesagt, da ist ein Bedarf da, dass das jemand mal anders macht? Naja, es ist so, also bis auf die Tatsache, dass ich halt meine Fresse in jede Kamera halte, die man mir vorhält, und wenn man mir ein Mikro hinhält, auch fleißig antworte, habe ich bisher tatsächlich nie groß akquirieren müssen, weil ich immer versucht habe, Dinge zu machen, die mir selber Spaß machen, und ich habe festgestellt, es finden sich dann auch Leute, denen diese Dinge, diese Filme, diese Ideen auch Spaß machen. Und so kommt es oder kam es, dass bei Gesprächen bei irgendwelchen Verlegerverbänden oder Medientagen oder wie hier gerade beim Bewegtbildgipfel einfach mal mit Menschen spricht, die dann sagen, ach Mensch, ach, ihr macht Filme und auf eine etwas ungewöhnliche Art, ja, da sollten wir mal reden. Also es ist nicht so, dass wir uns so reindrängen, so hallo, wir machen Filme, sondern eher nur da sitzen und unser Bierchen trinken wollen, und dann kommt man ins Gespräch und dann sagt jemand, ach, dann sollten wir uns mal treffen. Und in, sag ich mal, 4 von 5 Fällen ist dabei auch was Spannendes entstanden. Ja. Horizont und Turi 2 TV.